Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cut1Z im Test. Mittlerweile Nummer 7, das heißt die vorletzte Folge ist angelangt und heute gibt es ein großes Sortiment von Leslie Cool Crocodile. Ich habe gerade schon sehr überlegt, wo ich das Set überhaupt her hatte. Ich habe es nämlich jetzt schon 2 Jährchen bei mir. Und ich bin jetzt auf die Schnelle gar nicht drauf gekommen, wo ich es gekauft habe. Preislich hätte ich es jetzt mal so bei um die 10 Euro eingeordnet, von der Größenordnung her. 313 Teile. Wir haben eine bunte Mischung, leider auch sehr viele Knallerbsen auf den ersten Blick drin. Wirklich sehr viele, über 200, nein, okay, keine 200, stimmt, das sind 10er-Packungen, okay. Aber trotzdem relativ viele Knallerbsen, die hier ganz schön viel Platz wegnehmen. Aber auch Fazit, Wunderkerzen sind mit dabei. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was uns hier jetzt gleich erwartet. Wir haben eine Gesamt-NEM von 88,88 Gramm. Ja, und ich hätte gesagt, das wird eh ein bisschen dauern, bis wir mit dem Set hier heute durch sind. Deswegen, ich rede gar nicht mehr groß. Wir starten direkt mit dem Test zusammen mit dem Pyrrhokobold. Auf geht's! Cool Crocodile von Leslie. Ja, eine absolute Knallerbsenschlacht wird das jetzt sein. Also, ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir werden natürlich von jeder Sorte mal so ein Päckchen hier testen. Aber wir werden jetzt hier, also wenn die Großen jetzt geil sind, dann hauen wir da vielleicht auch mehr von raus. Aber ich verzweifle es ehrlich gesagt, dass die Knallerbsen jetzt hier wirklich top sind. Das Set hat jetzt alleine 190 Knallerbsen. Ja. Ich meine, den Rest werden wir natürlich trotzdem, aber auch hier doppelte Sachen, ne? Aber wir werden den Rest natürlich trotzdem irgendwie hochjagen. Das machen wir natürlich schon. Da hat sich Leslie bislang Komet orientiert bei dem Set. Aber da wir hier kurz vorm Staffelfinale sind, der vorletzte Teil, wollen wir natürlich trotzdem auf unsere Zündelkosten kommen. Und optisch macht es dann auch viel mehr Geld. Ja, klar. Es wirkt schon mächtig. So. Wir starten. Der Shiny Shark fällt jetzt so schön in die Hände, dann machen wir den gleich mal. Nach den Nico-Knallerbsen endlich wieder welche, die wo besser sind. Wobei der jetzt gar nicht so gut war. Ja, der ist besser. Waren's alle? Ja. Ja, okay. Sind halt Knallerbsen, okay. Ne? Cranky Chick. Das werden drei Stück Brummer sein. Sind ganz solide. Ja. Kann man machen. Dann. Was haben wir denn hier jetzt schon? Party Animals. Knatter Fontänen gleich. Auch wieder so eine überdimensionale Packung. Ich wollte gerade sagen, also was ist denn da drin bitte? Ja. Der wird locker dreimal so viel reinpassen. Kann man machen. Um das Set also in die Größe zu treiben. Knatter Fritze auf gut Deutsch sind das. Ja. Die Party Animals. Sind aber ganz okay sogar. Knistern schön. Normale Knatterfritze. Ja. Aber definitiv nicht die schlechtesten. Nee, also, das nicht. Sind okay. Was ist denn so. Das jetzt? Das sieht doch schon wieder ähnlich aus, oder Doggo nicht? Beat Blinklicht. Oh, 3 Packungen Blinklicht, der Mensch, das Set wird mir sympathisch. Ja, die könnten wir, glaube ich, fast sogar loswerden, könnte ich mir vorstellen. Die machen wir auch weg. Aber interessant, wie die aussehen. Ja. Ja, die sind einfach nur so braun. Banderöchen. Ganz einfach, gell? Ganz simpel gehalten. Gehen wir etwas aus dem Rauch. Ui. Ja.
Zimtnote. Ja, schon. Deswegen sind auch 3 Packungen drin. Macht den Schnitt wieder besser. Ja, aber ich meine, die gehen, sind schon ganz nett. Ja, doch. Mhm. Psycho Meerkat. Die normalen Knallerbsen jetzt hat. Eieiei, schauen wir mal, was die können. Ist das ein Erdmännchen? Erdmännchen, schon, ja. Psycho-Erdmännchen, oder was heißt das übersetzt? Mit Knallerbsen. Ich würde sogar behaupten, dass die... Schlechter als die größeren. Ja, aber ich würde behaupten, dass die für Knallerbsen sogar gar nicht ja, so miserabel sind. Die waren wirklich gut. So, wir graben uns weiter zu den Sneaky Cobras. Blitzknallsterne, 12 Stück. Entschuldigung. Ah, das ist gut. Kleine Meteoritchen. Oben so zusammengedreht. Eigentlich ganz schön, so kleine Kugeln. Ja, das ist angenehmes Crackling. Oh, wobei sogar gar nicht so leise. Es geht schon, ja. Auf jeden Fall F1-tauglich, ja. Alter, das sind so Ringe. Sieht man leider gar nicht jetzt hier auf der Kamera, aber hier kommen... Ein Nebeneffekt. Halt wirklich, ne? Die machen Spaß, so zum Wegzünden. Ja. Absolut. Gut. So, was haben wir jetzt denn da außer Knallerbsen? Wir hätten nochmal die Knatterfontänen. Ja. Können wir alle auf einmal machen, komm. Also eigentlich haben wir jetzt alles schon einmal durch, außer die Wunderkerzen und diese Partyknaller. Alles hatten wir jetzt schon einmal. Na gut, die Partyknaller machen wir auch nicht. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt aus den Sachen hier zumindest mal noch, was nicht Knallerbsen ist, noch irgendwie ein kleines Finale. Und aus den Meteoriten auch. So, dann machen wir die Fritzen zuerst. Also so, merkt man, dass die echt was können. Ja, also so eine Schachtel, Wahnsinn. So, und knallig geht's weiter. Sehr geil. Gut. Top. Sehr schön. Dann machen wir noch die Wunderkerzen. Komm. Gucken schon raus. Giraffe-Stick. So. Nach der Enttäuschung von Komet letzte Woche. Ja. Endlich wieder gescheite Wunderkerzen. Die sind gut, die sprühen schön. Ja, das Set hat natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten, allerdings ist das jetzt ja wirklich alles doppelt und dreifach noch ja. drin. Also es ist schon viel wirklich auf die Füllmenge ja. angepasst, das Set. Nicht viel Abwechslung.
Aber die Sachen, wo drin sind, waren eigentlich alle gut. Also es ist für das Geld, was es gekostet hat, was ich ehrlich gesagt ja gar nicht mehr so ganz weiß. Ich glaube, ich habe es in der Ansprache ja auch schon gesagt gehabt. Wir waren tatsächlich bei der Vermutung, dass es Röder war, wo wir es her haben. Weil der Bürokobold hat es auch schon mal gehabt vor etwas geraumer Zeit. Und es könnte Röder gewesen sein. Ansonsten bekommt man das Set, glaube ich, nämlich auch gar nicht groß. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es das irgendwie gibt. Deswegen, also ich sag mal, es war auf jeden Fall nicht zu teuer. Ich glaube, das war so um die 10 Euro rum eingeordnet. Und dafür ist es auf jeden Fall okay, weil man hat hier was für die Familie. Gerade mit diesem auf Masse drin ist das schon nicht verkehrt, für wenn man halt wirklich mit den Kids zünden möchte. Und die Wunderkerzen, die sind schön. Die riechen auch nochmal. Ja. Nee, ist ein schönes Set. Kann man was mit anfangen. Und die letzten Wunderkerzen noch auf Schlag. Und dann soll es das hier für heute auch schon wieder gewesen sein. Dann sind die Wunderkerzen auch aufgeräumt. Jetzt geht's los. So ein großer Feuerball, Junge. Bam. Ja, dann war's das für heute. Einen schönen dritten Advent wünschen wir euch noch. Ha, nächste Woche dann, am Samstag schon das Staffelfinale. Wir ziehen's Tag weniger warten. Ja, wir ziehen es nämlich einen Tag vor, da ja der vierte Advent gleichzeitig auch Weihnachten ist und da ist nicht der passende Tag für ein Staffelfinale. Deswegen hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, macht's gut.